Das ist Devil. Heute zum Thema Frauenquote, Trümpferbrote, Gummischrote. Endlich wieder live bei uns im Folio mit Michelle Kalt. Und für Sie in Bern unterwegs, Patti Basler. Und da ist er nur noch 12 Sendungen von seiner Emeritierung entfernt, der Dominik Devil. Guten Abend miteinander. Hallo. Hallo, danke mal. Merci. Guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid, daheim in den Fernsehsesseln und natürlich auch hier im Folium. Danke. Da sind wir wieder zurück aus der Winterpause und direkt rein in die 15. und letzte Staffel Deville. Ja. Aber nicht so durch, so bitte schauen. Wir können ja mal drauf schauen, was wir zusammen alles erreicht haben. Zum Beispiel, wir haben mehr Staffeln geschafft als der andere Typ im schwarzen Anzug und mit dem frechen Schnabel. Ja, wir haben mehr Nebencharaktere verbraten als Game of Thrones. Müsst ihr euch das vorstellen? Und wir sind uns wirklich unglaublich näher in den letzten 7 Jahren. Also wirklich quasi, wir sind fast eine Familie, kann man so sagen. Einfach mit echten Lachen und weniger Budget, selbstverständlich. 7 Jahre ist die erste Folge Deville jetzt her. Kein Wunder, wird die Quote von Staffel zu Staffel besser. Weil ich gleiche mich natürlich auch altersmässig immer mehr auch im SRF-Stammpublikum an. Das ist so, wow, ich bin so krass alt geworden. Schau mal, wir haben uns das mal angeschaut. Hier ein Screenshot aus der ersten Deville-Folge von 2016. Ja. Einfach der eine ist wieder mal so jung und so unschuldig gewesen. Habt ihr von dem neuen TikTok-Filter gehört? Bold Glamour heisst der. Und der macht jemanden extrem jünger und attraktiver. Schaut euch das mal an. This is what I look like. Okay? Yeah. And then there's this. Oder? Also attraktiver, wenn man auf Ken und Barbie steht, vielleicht. Hm? Aber wir haben es mal wirklich, wir haben es mal bei mir ausprobiert. Schau, das ist rausgekommen. Ja. Super, oder? Oder wie sieht es echt mit richtig alten Leuten aus? Zum Beispiel im Christoph. Wie sieht das aus? Krass! Oder ganz aktuell, wie sieht es beim Chefredakteur vom Blick, Christian Dohren, aus? Schau. Klar, ne? Aber der Schock kommt ja erst später, wenn man den Filter wieder abstellt und man die bitter, ungeschminkt, traurig, hässliche Wahrheit sieht. Ja, also ein bisschen wie SRF im Herbst ohne Deville halt. Hm? Um noch eins auf die TV-Serie zurückzukommen, es gibt jetzt einen riesen Hit, der jetzt gerade läuft. Last of Us. Schaut das jemand? Last of Us, die Serie? Ich erkläre es ganz schnell, den Plot. Alle Menschen werden von einem Pilz befallen und verwandeln sich so in rasende Zombie-Kreaturen. Alle bis eine junge Frau, die immun ist. Ja? Staffelende ist noch nicht ganz ausgestrahlt, aber ich vermute etwas. Es wird wahrscheinlich so sein, obwohl die junge Frau der einzige überlebende normale Mensch ist auf der Welt, wird sie keine Late-Night-Show bekommen. Ja? Zumindest nicht beim SRF, glaube ich. Ja. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ja? In den letzten Tagen, SRF hat gerade ein bisschen ein Problem am Hals. Dort haben wir kürzlich die 3 möglichen Nachfolger von mir auf dem einzigen Comedy-Platz präsentiert. Betonung auf Nachfolge R. Weil keine einzige Frau ist dabei. Wie so etwas passieren können? Die 3 angedenkten Männer sind bekanntlich Stefan Büsser, der Carpi und der Gabriel Vetter. Ich kenne die alle 3 persönlich wirklich gut. Und glaube, mir keiner von denen ist ein sexistisches Arschloch, wo irgendeiner Frau etwas wegnehmen will. Ja? Gut, der Vetter ist ein bisschen creepy. Das verstehe ich. Aber sicher kein Sexist. Was steckt dahinter? Hat SRF wirklich ein strukturelles Problem mit Frauenförderung im Comedy-Bereich? Ja, klar. Ja, ja. Also wenn ihr mich fragt, klar. Und mit unseren selten hinterfragten Sehgewohnheiten als Publikum. Und das nicht erst seit letzter Woche. Ja, schaut, der erste weibliche Comedy-Star, der aktiv von SRF gefördert und vom Publikum auch abgefeiert, angenommen worden ist, ist doch die da. Ja? Und bedenkt sogar, die hat einen Schnauzträger bereits gehabt, der seine Hand an ihrem Arsch gehabt hat. Ganz klar. Denn nachher ist ja lange niemand mehr gekommen. Aber doch sie natürlich ist auch noch erfolgreich gewesen, das stimmt. Und falls dann wirklich mal eine Frau im SRF geschafft hat, aufgebaut worden ist, eine wie Hazel Brugger, dann geht die natürlich nach Deutschland. Ja? Da gibt es zwar auch nicht viel mehr Frauen im Fernsehen, aber immerhin mehr Budget. Und ich glaube, das betrifft ja auch nicht nur das Fernsehen. Die ganze Showbranche, Kulturszene allgemein, Musik, Theater, Kino, Kunst, Literatur,
Comedy-Bühnen, meinetwegen Zirkus, Wirtschaft und Politik, reden wir ja mal gar nicht drüber. Überall hat es zu wenig Frauen. Denken das Militär. Krass, oder? Frauen sind überall hart untervertreten. Immer noch. Und dazu immer noch unterbezahlt. Stichwort Gender Pay Gap. Bis zu 18% weniger verdienen Frauen in der Schweiz gegenüber den Männern. So, das hat jetzt sogar der Papst gemerkt. Der hat gleiche Löhne für Frauen gefordert, letzte Woche, ja? Der Papst! Gut, der kann natürlich schon reden mit den vielen Frauen, die im Vatikan arbeiten, das ist klar. Nicht geäussert hat sich der Papst hingegen zu der fairen Bezahlung von Ministrantenbubeli. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir fassen zusammen. Frauen sind untervertreten und verdienen dazu noch weniger als Männer. Sprich, ein weiblicher Late-Night-Host wird sich das SRF wahrscheinlich erst leisten können, wenn die Halbierungsinitiative durchkommt. Erst dann. Und was machen wir dagegen? Auf den Missstand aufmerksam machen. Immer und immer wieder. Deutsche Sendung, auch wenn es mühsam ist. Aufklären. Zum Beispiel über den Internationalen Frauentag. Der war am letzten Mittwoch, 8. März. Und du, da muss man gewissen Leuten, glaube ich, schon noch mal genau sagen, um was es dort geht bei diesem Tag. Zum Beispiel der Verantwortliche vom Online-Magazin Watson, wo die junge Journalistin für eine tolle Strassenumfrage losgeschickt hat. Schau mal. Heute ist Weltfrauentag und wir haben es zur Mission gemacht, an diesem Tag ein Liebe zu verbreiten. Ja. Liebes Watson-Team, wenn der Frauentag, ja, der feministische Kampftag, für etwas nicht da ist, dann um Liebe zu verbreiten. Kein Wunder ist bei dieser Umfrage einfach mal das rausgekommen. Hast du eine tolle Frau in deinem Leben, die du gerne grüssen würdest? Gerne meine Mutter. Meine Mama. Was macht sie so toll? Sie ist einfach meine Mama. Ja. Schön, wenn Mütter ihre Söhne sollen kiffen am Tag. Das ist doch schön. Ja, aber das ist rausgekommen. Grüße von Söhnen als eigene Mami. Schnell noch mal den Unterschied zwischen Internationalem Frauentag und dem Muttertag erklären. Ja? Am Muttertag sagen die Männer den Müttern so scheinheilig Danke für alles. Ja? Am 8. März sagen die Frauen den Männern hingegen ziemlich klar Danke für nichts. Die Polizei in Basel war da schon viel weiter gewesen. Die hat den Unterschied schon lange gecheckt. Ja, an der Frauendemo, letzten Mittwoch, hat es weder Blumengrüße noch Praline fürs Mami gegeben, sondern Gummischrot. Hm? Liebes Mami, alles Gute zum Frauentag. Eure Basler Polizei. Immerhin sind im Parlament an der Session zwei wichtige Entscheide gefallen. Tampo und Binden sollen in Zukunft nicht mehr als Luxusartikel gelten und werden deswegen tiefer besteuert in Zukunft. Tampons sind wirklich vorher Luxusartikel gewesen, ja? Also, Louis Tampo. Binde und Gabbana, ich weiß es irgendwie so in der Art. Also sorry, ich habe immer gemeint, der einzige Luxusartikel, wo noch Blut dran klebt, das ist Pelz bei uns. Aber haben wir gehört. Aber klar, sogar gegen das einfache, klare Anliegen haben gewisse Typen einen Einwand gehabt. Aber ich hoffe natürlich auch, das, was blutig machen kann, die Rasierklingen und all das, sei dann auch zum tieferen Satz besteuert. Johannes, ja, andere Sachen, die blutig machen, die Rasierklingen, warum nicht auch gerade Gummischrot tiefer besteuern, oder? Tamara Funicello von der SP und Lisa Mazzoni von den Grünen haben diese Woche dürfen ebenfalls ein wichtiges, nicht nur aus feministischer Sicht, Begehren vorantreiben. Die Revidierung des Sexualstrafrechts. Auch wenn die angestrebt nur Ja, heisst Ja-Lösung nicht durchgekommen ist im Parlament, gilt jetzt neu eine Erweiterung beim sogenannten Freezing. Freezing, das ist also, wenn das Opfer unter Schock, Drogen oder sich im Schlaf befindet, in dem ja, ein Nein nicht möglich ist zu formulieren, gilt das jetzt neu vor Gericht trotzdem als Nein. Das ist schon ein kleines Wunder, dass dem zugestimmt worden ist im Parlament. Ja. Weil wir schon wissen, die meisten Parlamentarier können das ja sehr gut, wenn ihre Partnerin oder Partner beim Sex einschläft. Ja, einfach mal so. Trotzdem, gerade zwei wichtige Entscheide im Bundesbern zugunsten von Frauen entschieden wurden. Gerade zwei. Wie kommt das? Man munkelt, dass das einen direkten Zusammenhang mit einem gewissen Umstand habe. Das war nur mit diesem deutlich weiblichen, auch deutlich jüngeren Parlament möglich in dieser Legislatur. Ja, merken mehr Frauen im Parlament gleich mehr Chancen für Anliegen, die nicht nur weisse heterosexuelle Männer interessiert. Eine wahnsinnige Erkenntnis. Wenn man jetzt noch ein paar Tiere ins Parlament reinlässt,
hätte vielleicht in Zukunft auch eine zweite Hornkuh-Initiative mal eine Chance. Wobei, an Ochsen mangelt es ja nicht im Bundeshaus. Ja? Und ihr wisst, wo es Ochsen hat, braucht es eine Frau, die sich in landwirtschaftlichen Betrieben genauso gut auskennt wie auf dem politischen Parkett. Patti Basler. Wir warten auf die Frauen. Sind sie einfach fleissiger und schwänzen nicht und hocken drum noch in der Session? Oder sind sie eingebunkert worden im Keller? Du, was sehr bedauert hast, keine Frau zu sein im letzten Dezember. Was sagst du am Internationalen Tag der Frau? Ja, ich finde, die Anliegen der Frauen sind nach wie vor berechtigt. Und darum denke ich, ist es auch richtig, dass man den Tag macht. Was machst du für die Frauen? Zum Beispiel, dass ich bei der nächsten Ständeratswahl eine Frau wähle. Du als einziger Feminist im Parlament, was hast du gemacht am Frauentag? Aber die Anliegen des Mannes sind ja schon auch berechtigt. Ja, natürlich. Also, es gibt ja auch Männer auf dieser Welt. Und insofern gibt es auch Bereiche, wo Männer benachteiligt sind. Zum Beispiel bei Bundesratswahlen. Und darum sollte man auch für die Männer schauen. Monsieur Parmelin, une question. Qu'est-ce que vous dites aux femmes pour le jour international des femmes? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Chaque année, il y a une manifestation qui rappelle les droits. Le Conseil fédéral respecte tous les droits possibles. Also, Sie respektieren die Frauenrechte. Das ist immerhin schon ein Anfang, Monsieur Parmelin. Für die, die nicht Französisch verstehen, der Guy Parmelin hat gesagt, er hat daheim genug Flaschen. In seinem Departement sucht er vor allem Frauen. Wie feierst du den Tag der Frau? Ich weiss es noch nicht, wie ich den feiere. Es geht ja auch wieder ein Jahr, bis der nächste ist, gell? Genau, dann haben wir wieder Zeit, um zu überlegen, wie wir den nächsten feiern will. Und du denkst, du bist dann noch im Parlament? Da hast du Hoffnung. Das entscheiden die Wähler in meinem Kanton am 22. Oktober. Und die Wählerinnen. Und die Wählerinnen, Entschuldigung. Frauen sind einfach nicht rausgekommen. Es kommen nur Männer. Sind ihr einfach fleissiger und schwänzen die Session nicht? Wahrscheinlich. Das ist gut möglich. Wir haben schon lange fertig. Wir sind einfach speditiver, effizienter am Ständerat. Wir haben Freezing als Straftatbestand ins Gesetz aufgenommen. Das ist ein extremer Fortschritt. Also man darf jetzt Frauen nicht mehr eingefrieren? Genau. Ja. Jetzt muss man es aus der Tiefkühltruhe nehmen. I'm so very cold. Nur ja heisst ja. Oder auch nein heisst nein. Nur ja ist ja. Nein, es ist nein, ist nein. Zum Glück hast du schon Kind, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass jemand ja sagt. Das ist richtig, ja. Das Kinderproblem, mein Job ist erledigt, was das angeht. Sehr schön. Du bist ein Aargauer, dein Brennstab kann jetzt ins Endlager. Ja, oder mal ins Zwischenlager. Das Endlager haben wir ja noch nicht. Wer vom Parlament wäre am geeignetsten, um eine Nachfolgesendung übernehmen von der Schweizer Comedy-Sendung Deville? Allenfalls. Von Michello, es ist immer etwas für Klamauk gut. Wer hat das grösste Comedy-Potenzial im Parlament? Ist der Bundesrat als Gremium. Das ist eine gute Frage. Ich schlage Roger Köppel vor, der hat eine gewisse Erfahrung. Ja, also am ehesten ich. Weil wenn ich nicht Bundesrat werde, wäre ich natürlich optimal für die Position geeignet. Außer das bräuchte eine Frau, oder? Dann müssen wir wieder schauen. Ja, Patti Basler. Aber wenn man ein paar interessante Vorschläge hört für meine Nachfolge. Der Köppel, das ist ein interessanter Gedanke. Der hat ja jetzt auch seinen Rücktritt bekannt gegeben als Nationalrat. Du, was macht der eigentlich so unterdessen? Fly me to the moon. Let me play among the stars. Kann jemand mal anrufen, geht es ihm gut? Oder? Fly me to the moon, sehr gern. Wo kann man einzahlen? Ja, also. Gut, Köppel, egal. Viel wichtiger, was machen wir jetzt wegen der Ukraine? Ja? Wie gehen wir hier vor? Der Gassis hat sich an der Weltsicherheitskonferenz in München ein bisschen ratlos gezeigt. Heilen Sie die Ratlosigkeit, wie es weitergeht mit dem Ukraine-Krieg? Leider ist tatsächlich keine Lösung in Sicht, zumindest kurz mittelfristig. Ja, ist alles schwierig, ja. Kurz, mittelfristig kann man an der Konferenz in München nur sagen, gleich jetzt zum Mittag. Ja, das geht. Bundeskanzler Scholz hingegen sieht ein klares Vorgehen. Deutschland wird immer vorne an sein, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Wir sind das Land, das das mit großer Energie und in großem Umfang tut.
Ja, und er meinte mit Waffenlieferung an die Ukraine, gemeinsam mit vielen anderen Ländern wie Finnland, Dänemark, Schweden, Polen, Frankreich, USA, Großbritannien, Estland. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der da nicht mitmacht, außer die Schweiz? Ja? Auch über das haben wir in der Session heftig diskutiert und klare Worte gefunden. Artillerie, Panzer, weitere Flugzeuge, Luftabwehrsysteme, Drohnen, Cyberabwehr, große Mengen an Munition und weiter Vorräte und Schutzräume. Wow, was für eine Zusage, oder, für die Ukraine. Ich bin vom FDP-Ständerat Thomas Hefti. Ich bin fast ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass man irgend so einen Bericht schreibt und dann mal die Lage beobachten dort. Aber zu früh gefreut. Die ganzen Sachen, die der Herr Hefti da vorher aufgezählt hat, sind natürlich nicht für die Ukraine, sondern für unsere Armee angedacht. Und ein Bericht ist trotzdem geschrieben worden. Und man muss schon sagen, das VBS schreibt mit Abstand die geilsten Berichte. Ich meine, schau doch mal die Grafik da aus dem Bericht an, die Zukunft der Bodentruppen. Einfach nur mal diese Seite. Ja? Man, da ist alles dabei: Satelliten, Kampfflugzeuge, U-Boot unten im Bodensee. Alles da, ja? Die VBS-Berichte sind quasi das Äquivalent zum Franz Karl Weber-Katalog, ja? Für rüstungsfreudige Parlamentarier. In zwei Vorstössen ist die Woche darum gegangen, ob man jetzt das militärische Spielzeug eventuell an die Ukraine auslehnen könnte, teilen sollte mit der Ukraine, also zumindest das alte. Ja? Das alte Spielzeug, das man nicht mehr damit spielt. Also nicht mal das eigene, sondern das Spielzeug, das man schon vor 5 Jahren an Deutschland verkauft hat. Gewisse Parlamentarierinnen sorgen sich um unser Bild, das wir in diesem Fall in der Welt würden abgeben würden. Für die findet Daniel Josic klare Worte. Sie haben gesagt, was ist das Bild, das wir abgeben gegen außen? Gefällt das jetzt den anderen europäischen Staaten oder nicht? Ja, ist das jetzt das Wesentliche? Müssen wir jetzt jedem auf dieser Welt gefallen? Ja, müssen wir denn jedem gefallen? Ja, gut, einfach zu sagen, für die unbeliebteste Frau in der Schweiz, das ist schon klar. Eine andere Möglichkeit? Die Schweiz soll sich als Diplomatin betätigen. Streiten zwei Staaten ist ein vermittelnder Dritter, der schlichtet unentbehrlich. Also eigentlich geht das Sprichwort ein bisschen so. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. So ist es richtig. Und genau das ist ja das Bild, das die Schweiz momentan gegen aussen an die Welt abgibt, nachdem all die Verstöße abgelehnt worden sind. Vor allem, wenn man sieht, dass die Waffenverkäufe aus der Schweiz heraus angestiegen sind im letzten Jahr. Vor allem an Katar. Und Katar führt mit diesen Waffen Krieg im Jemen. Aber hey, Katar, ja, im Unterschied zu der Ukraine, könnt ihr eben zahlen. Und ganz ehrlich, für das 7:1 im letzten Sommer kann schließlich der Turniergastgeber auch nicht. Ja? Also kann man schon machen. Ein grosses Zeichen in Sachen Ukraine-Krieg hat die Schweiz dennoch gesetzt diese Woche. Zwar nicht mit Waffenlieferungen, aber mit dem neuen ESC-Song. In other words, please be true. Völlig falsch. Also nicht nur der Song, auch die Tonlage, habt ihr vielleicht gemerkt. Nein, der Anti-Kriegssong «Water Gun» von Remo Vor, der geht an ESC. Können wir mal in den kurz hineinschauen. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. We ain't playing now. Also bei dieser wärmenden Message, ja, muss sogar ein kaltblütiger Diktator wie der Putin sofort schluchzen die Hand vom Atomknopf nehmen. Das ist völlig klar. Und hey, wenn das auch nicht funktioniert, hat die Schweiz ja immerhin noch ein allerletztes, ja, Ass im Ärmel. Meine Herren Botschafter, wenn wir so nicht zu einem gut schweizerischen Kompromiss kommen, müssen wir das eben anders ausjassen. Jassen. Jassen? Jassen. Gebe ich weiter an unseren Experten und Kartengeber René Schrödinger. Ja, grüezi miteinander. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Heute machen wir nicht Game of Thrones oder House of Cards. Wir machen Game of Cards. Schön, dass ihr es geschafft, René. Wie siehst du es? Was spielen wir? Ein Coiffeur, ein Flottenschieber oder ein einfacher Joseph? Ja, also wenn ich mir die Herren Botschafter so anschaue, bringt der Coiffeur auch nichts mehr. Ein Joseph ist, wenn ich die Truppe da mal anschaue, wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Und ein flotter Schieber machen wir zwei dann, wenn die Kamera aus ist. Wenn du weißt, was ich meine. Nein, aber im Ernst. Bei all diesen Differenzen da bleibt eigentlich nichts anderes übrig als der gute alte Differenzler. Der schwarze Peter geht mir da raus. Obacht, ich teile ihn aus!
Das ist ein bisschen unangenehm, darum nennen wir es auch russisch austeilen. Bleiben Sie hocken, Hauptbotschafter. Jetzt wird es spannend. Dann zeige ich schon mal, was Trumpf ist. Oh, Herz ist Trumpf in dem Spiel. Das wird schwierig für die Russen, wenn Sie wissen, was ich meine, Herr Botschafter. Und jetzt, wo wir wissen, dass wir voneinander halten, tun wir offen ansagen, oder, René? Richtig. Oder wie wir an der Thurgauer Fasnacht sagen, Hosen runter, Schnorren auf. So, Russland. Prisoska, Idiotki. Ja, machen wir 26. Ukraine. Svolata. Ja, 36. Und ich sage für die Schweizer 12. 91. Oh. Und wir machen 10. Wir fangen an mit einem passenden Herzbuben. Sehr schön. Ukraine, bitte. Sind Sie sich sicher, gerade so reinzufahren und sich als König aufzuführen? Ist das ein guter Anfang? Ich bin mir da nicht so sicher. Sehr schöne Geste. Russland, bitte. Ausjassen, nicht rauskaufen. Und ich spiele für die Schweiz die Karte. Ich habe jetzt auch noch nie gesehen, so neutrale Karte. Ich habe nur solche Karten. Das sind Schweizer Kompromisskarten. Toll, dann geht die Runde ja schon mal an mich. Tipptopp. Für mich oder für dich? Das ist doch total nebensächlich. Heute jassen wir für den Frieden. Richtig, so ist es. Und darum werfe ich jetzt gerade mal schnell rein. Ukraine. Ukraine. Verstehen Sie, was ich meine, Herr Botschafter? Ukraine. Jetzt lachen Sie doch mal. Lachen ist gesund, ist doch gut. Wenn Sie immer alle so ernst stehen, fangen wir doch nicht den dritten Weltkrieg, sondern den ersten Jasskrieg an. Und das will doch niemand. Das ist doch nur ein Spiel. Aha, da kommen sich zwei näher. Ja, da sieht man auch, wer da am Tisch den Ecken ab hat. Und wieder mal sehen wir das gute alte schweizerische Ausjassen. Alle am Tisch verbindet. Alle gegen den René. Guten Abend miteinander. Hört ihr das? Da kommt gerade ein Fax rein. Das ist ja Wahnsinn. Habt ihr das mitbekommen? Der DJ Antoine ist jetzt auf grosser Tournee. Und zwar in einem Zirkuszelt. Das ist ja Wahnsinn. He? Ist also das erste Zirkuszelt mit 5 statt 4 Vollpfosten. Toll. Ne? Fühlt er sich eigentlich wohl in so einem Zelt? Ich meine, der DJ Antoine wohnt ja eigentlich schon ein bisschen feudaler, oder? Also wir sind gerade neu eingezogen hier. Es hat 364 Tresor. Ich mache sehr viele Partys, Prior Partys mit Conrad Lifestyle. Und in diesen Safes, in diesen Tresor überrasche ich die Gäste. Mhm. Ich sehe so eine Mischung zwischen Kleintierhandlungs-Adomaso-Club und Bahnhofsfliessfachstation. Schmeckt wahrscheinlich auch ganz ähnlich dort drin. Trotzdem würde ich sehr viel gerne mit dem DJ Antoine duschen, weil es fehlt an Wohnraum in der Schweiz. Im Rekordtempo in die Wohnungsnot. Mieten heben ab. Uns gehen die Wohnungen aus. Ja, und das ist bitter. Mieterinnen stehen immer unter grösserem Druck und wehren sich jetzt vermehrt, wie zum Beispiel in Windisch. Dort sind etliche BewohnerInnen auf die Strasse gesetzt worden, weil der Vermieter anscheinend mehr Geld machen kann, wenn er das Haus als Unterkunft für Geflüchtete im Kanton zur Verfügung stellt. Die Mieterinnen haben sich dann zusammengetan und haben jetzt mit einem wahnsinnigen Protestsong ihrem Ärger Luft gemacht. Es gibt Leute, die haben kein Dach auf der Welt. Und er schwimmt schon in seinem vielen Geld im Locken. Ja, es ist nicht in Ordnung, die rauszuschmeißen, ja. Aber wer hat die überhaupt einziehen, muss man sich da fragen. He? Aber Sie haben ja auch recht. Mietwucher ist eine Realität in unserem Land. Und jetzt veröffentlicht die Untersuchung zeigt auf, dass Mieter in der Schweiz viel zu viel Geld an ihre Vermieter abdrücken. Viel mehr Geld als gesetzlich überhaupt erlaubt. Eine Betrachtung über die gesamte Periodendauer von 16 Jahren zeigt, dass Mieterinnen und Mieter insgesamt 78 Milliarden Franken mehr Miete bezahlt haben, als gemäß theoretischer Miete ausgewiesen. Ja, 78 Milliarden Franken seit 2005. Schaut euch mal hier den Mietanstieg an.
Oh, das ist aber komisch, was ist da 2008 passiert? Sehen Sie das? 292 Millionen Franken zugunsten der Mieterinnen. Ah, logisch, dann ist das Album da auf Platz 1 gelandet. 2008 von DJ Antoine. Heisst, 2008 haben in jedem Haushalt Teenies auf voller Lautstärke DJ Antoine pumpen. Kein Wunder, hat es da für alle anderen Mietreduktion gegeben. Aber von dort an geht es wieder steil aufwärts mit der Miete. Schaut, alleine für das Jahr 2021 beträgt die geschätzte Umverteilung schweizweit 10,4 Milliarden Franken. 10,4 Milliarden Franken, wo wir zu viel Miete gezahlt haben. Zum Vergleich, die weltweite Musikindustrie 2021 nur 24 Milliarden Franken eingenommen. Wobei ich persönlich lieber 10 Milliarden Franken Miete zahle als 1 Franken an DJ Antoine, muss ich sagen. Trotzdem, 10,4 Milliarden Franken Miete über dem gesetzlichen Maximum. Was ist denn da los? Ja? Kann man sich da nicht dagegen wehren? Man hat doch irgendwie mal gehört, den Mietzins anfechten, oder? Ja, klar. Und nichts einfacher als den Mietzins anfechten. Schau dir mal das tolle Video vom Mieterverband hier. Hast du eine neue Wohnung? Hast du das Gefühl, deine Wohnung ist total überteuert? Wir vom Mieterverband helfen dir, wenn es ernst wird. Also nicht lange rum überlegen und sofort zu uns kommen. Weil du musst innerhalb von 30 Tagen nach der Schlüsselübergabe deine Anfechtung abgeschickt haben. Und dann geht es vor die Schlichtungsbehörde. Yeah! Da freut man sich drauf, oder? Grossartig. Nur noch Kinder nach dem Umzug an die neue Schule gewöhnen, sich mit dem Nachbarn in der Wäschküche absprechen, zu Ikea fahren, sich halbwegs irgendwie mal so notgedrungen einrichten, aber dann noch schnell Formular ausfüllen, zuerst natürlich Kugelschreiber in der unauspackten Zügelkiste suchen, Mietzins vom Vormieter überprüfen und dann ab vor die Schlichtungsbehörde und dem neuen Vermieter so richtig ans Bein ein bisschen, nachdem er sich erst mit Kärtchen und Blumen für die Wohnung bedankt hat. Wer liebt es nicht, das so zu machen? Der ganze FO muss nämlich wirklich vom Mieter der Mieterin auskommen. Und das innerhalb, wir haben es gehört, innerhalb 30 Tagen noch Einzug. Kein Wunder, fechtet nur gerade 0,2% von allen MieterInnen den Mietzinsen mal an. Die anderen 99,8% sind dann noch am Kisten ausräumen und überlegen sich, ob sie die DJ Antoine-CDs wirklich nicht langsam ins Brocken entgegen. Schauen wir uns das erste Mal an, was die Mieter beeinflusst. Das ist nämlich er. Ah, so ein Lächeln. Ah, gut, ich lächle wirklich so, oder? Obwohl ich eine konservative Krawatte habe. Oh, ja. FDP-Nationalrat Olivier Feller hat damit auch zu tun, aber zu ihm kommen wir später. Schaut, er hier beeinflusst den Mietzins. Das ist der Referenzzinssatz, also der durchschnittliche Zinssatz von allen Hypotheken in der Schweiz. Der wird vierteljährlich vom Bundesamt für Wohnungswesen bekannt gegeben. Zuletzt passiert ist das erst vor ein paar Tagen, am 1. März. Wie wird echt so einen wichtigen Zins bekannt geben? Sicher mit einem Riesen-Event, oder? Und der neue Referenzleitzins 2023 ist 1,25%. Keine Mietzinserhöhung. Yeah. Ja, auf diesen Referenzzinssatz zum Verständnis dürfte der Vermieter gesetzlich verankerte Prozentpunkte noch draufschlagen, um seinen Gewinn zu machen. Vor rund zwei Jahren sind genau die Prozentpunkte von 0,5 auf 2,0% angehoben worden. Ja, denkt daran, mitten von einer weltweiten Pandemie, wo jede und jede durch Lockdowns und Isolationen regelrecht auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen war. Wer hat das damals festgelegt? Hello, I'm Jim Carrey. Nein, noch nicht. Nationalrat Feller, noch nicht. Aber gleich. Angehoben hat der Prozentsatz damals Bundesgericht aufgrund von einer Mietstreitigkeit in Lausanne. Ja, schaut, das ist das Urteil. Und gerade an mehreren Stellen bezieht sich das Urteil direkt auf einen parlamentarischen Vorstoß. Ein Vorstoß, wo wer eingereicht hat? Er. Yes, I think so, because I resemble a little bit Jim Carrey. Hello, you know it, huh? I always do the same. Ja, ist nicht witzig? Jetzt passt das Timing. FDP-Nationalrat Olivier Feller, Mitglied von der Immobilienkammer Waadt und Geschäftsführer vom Immobilienverband Romandie. Zeitgemäße Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht, hat er seinen Vorstoß dazu mal betitelt. Sehr catchy, oder? Zeitgemäße Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht. Ist übrigens, wenn es nachher prüft, das Anagramm von lästigstes Abkassieren der Mieter jüngerer Zeitrechnung. Ehrlich. Aber egal, wie das Ding heisst, dass sich das Bundesgericht auf einen parlamentarischen Entscheid beruft, ist eigentlich nichts Besonderes. Kritisch aber. Der besagte Vorstoß ist noch immer im Parlament hängig. Das heisst, das Bundesgericht hat sich nicht auf einen parlamentarischen Entscheid, sondern nur auf Ja,
Ansichten vom FDP-Nationalrat und Jim Carrey lookalike orientiert. Ein klarer Fall von Missachtung von Gewaltentrennung und Parteifilz, wie der Tagi zum Beispiel feststellt. Weil das Urteil ist von einem rein bürgerlichen Richtergremium gesprochen worden. Außerdem die vorstehende Bundesrichterin ist ein Parteigespendli von Olivier Feller. Die FDPlerin Christina Kiss. Der Mieterin- und Mietverband ist über das berechtigterweise nicht sehr begeistert. Also in einem Prozess, in dem das Parlament am Entscheiden ist, ob eben mehr Rendite möglich sein soll oder ob das Mietrecht eben zum Schutz der Mieterinnen und Mieter weiterhin sein soll, wie eigentlich das die Idee ist, dass da ein Bundesgerichtsentscheid kommt, der noch Bezug nimmt auf die Debatte. Das habe ich noch nie so gesehen und das ist wirklich ein sehr heikler Moment. Ja, was sagt denn der Olivier Feller selber dazu? Nein, also schon der Schweizer Olivier Feller, bitte. Und auch ein wachsender Teil von der Rechtsliteratur betont seit Jahren, ja, dass die heutige Lage nicht mehr funktioniert, dass sie nicht mehr der sozioökonomischen Realität entspricht. Die sozioökonomische und ökonomische Realität, das lasse ich mir am liebsten auch von Jim Carrey erklären, ganz ehrlich. Was läuft da falsch am Bundesgericht? Fragen wir doch jemanden, der draus kommt. Michel Kalt. Michel, ein rein bürgerliches Gremium fällt ein Urteil zugunsten von Hauseigentümern. Kritisch, oder? Ja, das ist nicht gut. An gewissen Schweizer Gerichten gibt es wirklich mehr Filz als in den Haaren von Chris von Rohr. Bei diesem Urteil ist ein SVPler, zwei FDPlerinnen und zwei Mitglieder von der Mitte dabei gewesen. Da fragt man sich schon, ist das Bundesgericht oder der Fanclub vom Nebelspalter? Ja, und auch die Gerichtspräsidentin hätte in diesem Urteil ja sogar wirklich Aussagen von ihrem Parteikollegen Olivier Feller zitiert, hätte sie verwendet. Ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber immerhin hat Frau Kissin richtig zitiert und nicht einfach klammheimliches Plagiat gemacht, weil sie ist ja auch Bundesrichterin und nicht HSG-Professor. Wie kann es denn überhaupt sein, dass ein ganzes Richtergremium aus dem gleichen politischen Ecke kommt? Die RichterInnen machen eben untereinander aus, wer über was urteilen tut. Mietrecht ist eher zahlenlastig und darum unbeliebt, weil wir JuristInnen ja nicht so gut rechnen können. Die meisten von uns halten Sinus und Cosinus zum Beispiel für Figuren aus der Bibel. Also sind sie nicht aus der Bibel? Nein, ich bin auch überrascht. Anyway, jetzt stell dir vor, du hast einen Mietfall. Und auf der einen Seite hast du da die bürgerlichen RichterInnen. Die können zwar auch nicht rechnen, aber die sind wirtschaftlich halbwegs bewandert. Eine hat die Bilanz abonniert, ein anderer trägt Brioni-Anzüge, ein dritter tut vielleicht gerne masturbieren zu den Börsenkurs von seinem Immobilienfonds. Aber hoffentlich nicht auf seine Brioni-Anzüge, oder? Hoffentlich nicht. Auf der anderen Seite hast du da noch einen SP-Richter. Ein netter Mensch. Er hat seine Matura damals mit dem Schwerpunktfach Altgriechisch gemacht. Er wollte eigentlich Lehrer werden. Aber dann hat er mit 20 in der jungen Welt gelesen, dass Marx und Lenin auch mal Jus studiert hatten. Er hat immer noch das gleiche Postkonto, das sein Vater nach seiner Geburt eröffnet hat. Damals, 1965, in Downtown Grenchen. Von Immobilien hat er keinen Plan. Er hat zwar 7 Familienhäuser, die seine Eltern gehört, in dem er jetzt allein mit seiner Frau und 4 Hunden wohnt. Ist sein Flächenverbrauch viel zu gross und ist er darum Teil des Problems? Ja, absolut. Aber er hat ja eigentlich einer ukrainischen Familie sein Haus zur Verfügung stellen, aber nicht einmal die wollten auf fucking Grenchen ziehen. Der Herr SP geht einmal pro Jahr in die Veloferien. Zum Arbeiten auf Lausanne fährt er immer mit dem Zug. Er hat für das Büro extra ein zweites Paar Birkenstock-Sandalen gekauft. Und sein einziges Zugeständnis an Kapitalismus ist ein E-Bike und ein paar sauteure Socken aus Wolle von makrobiotisch ernährten Alpakas. Aber halt, die Alpakasocken, die habe ich auch, die sind im Fall wirklich mega warm. Ich habe sie auch, aber lenk jetzt nicht ab, okay? Wer von denen, denkst du, hat jetzt mehr Bock, eine Nettorendite gestützt auf den hypothekarischen Referenzzinssatz zu berechnen? Die Bürgerlichen? Bingo! Und umgekehrt gilt genau das Gleiche. Auch die SPler fällen lieber Urteile, die sie interessieren. Wenn der Fall darum geht, ob jemand seine Aufenthaltsbewilligung verliert oder ob ein Kuhfladen im Mutital Denkmalschutz bekommt, dann besteht das Richtergremium regelmäßig nur aus links-grün versifften Möchtegern-Kanzellaras. Und das findest du, glaube ich, nicht so gut, oder? Nein, es ist beim Bundesgericht wie beim Wohnen. Durchmischung ist wichtig. Wir müssen mehr Diversität bei den Richtergremien haben.
Weil wir brauchen ja alle ein Dach über dem Kopf. Egal, wer wir sind, was wir abstimmen und egal, was wir anhaben. Brioni-Jöpen, Alpaka-Socken oder den Haarfilz von Chris von Rohr. Ja, aus ihrer Unkeitszeit sind wir Anwaltskanzlei für 3.500 Franken exklusiv Nebenkosten. Michel Kautz! Ja, Wohnungsmangel und Mieterhöhungen machen vielen in der Schweiz zu arbeiten. Aber was soll man denn machen? Kopf einziehen oder gerade ganze Sand stecken? Oder sollte man sich vielleicht beim DJ Antoine in so ein Gitterabteil einmieten? Das sind betrübliche Aussichten. Ein Trost bleibt, ja. Zwar hat gerade diese Woche bei dem Nationalrat mit 2 Entscheiden Mietrecht empfindlich geschwächt. Aber denkt daran, im nächsten Herbst sind es wir, wo im Parlament Sitz neu vermieten. Ja? Für ganze 4 Jahre. Also gehen wählen. Power to the people. Gute Nacht und bis zum nächsten Sonntag. Ciao, ciao.